Herzlich willkommen zur 96. Folge von Verhundert. Heute von vor 100 Jahren ist der 22.09.1918 und heute ist der 22.09.2018. Hier sind der Steffen und der Luis. Ja, und wir haben die Folge wie folgt gegliedert. Zuerst kommen die Hausmeisterthemen, wie immer begrenzt von 2 Minuten. Steffen hat seine Eieruhr. Ich habe sie heute wieder dabei. Schon poliert, er hält sie schon einfach gebannt und begrenzt damit unsere Redezeit auf nur 2 Minuten, weil Podcaster reden so viel über sich selber. Wie wir merken, ist es auch notwendig. Ja, und deswegen haben wir die Eieruhr und begrenzen uns auf 2 Minuten, weil ihr merkt jetzt schon, wie lange ich nur über dieses Thema rede. Danach kommen wir zu dem, warum wir eigentlich alle hier sind, auch ihr. Liebe Zeitreisende, wir reisen in die Vergangenheit. Wir reden über die wichtigsten Meldungen aus der Zeit von vor 100 Jahren in den letzten 2 Wochen, nämlich das Delta zur letzten Folge. Und danach haben wir unseren Totholzteil, in dem ich über Harry Graf Kessler rede, und zwar über sein Tagebuch, was er in den letzten 2 Wochen persönlich so erlebt hat. Und Steffen, was hast du mitgebracht? Ich habe von Max Arthur Forgotten Voices of the Great War mitgebracht. Bekanntlich kenne ich ja den Titel meines Buches. Ja, und ich würde sagen, damit kommen wir direkt in die Hausmeister-Team. Lieber Steffen. Soll ich die Eieruhr stellen? Auch 2 Minuten, ich bitte doch. So exakt, wie es mit dieser Eieruhr geht. Ja, also diese Eieruhr, muss man sich vorstellen, die ist so genau wie eine Atomuhr. Die ist nie, aber auch nie falsch. Nein. War das die für 1 Euro? Das war die habe ich im Baumschulenweg gekauft. In diesem 1-Euro-Laden. In diesem 1-Euro-Laden, direkt beim Bahnhof. Da war ich neulich wieder. Ich habe mir Gummibärchen gekauft. Für alle, die es interessiert. Lass mich raten, für 1 Euro. Ja, Wahnsinn. Wo weißt du das bloß? Ja, wahrscheinlich, weil der Laden 1-Euro-Laden heißt. Ja. Also, liebe Zeitreisende, wenn ihr euch gerne eine Eieruhr kaufen möchtet, die original vor 100 Eieruhr, dann gehe ich gerne nochmal in diesen Baumschulenweg, schreibe da vor 100 mit dem Edding rauf und schicke sie euch. Ja. Für also, 7 Euro. Ja, also super Angebot. Wer braucht es nicht ernst gemeint. Die Sache ist die, ihr seht, wir brauchen und trinken diese Eieruhr, ansonsten würden wir noch in 2 Stunden sitzen. Ja. Wir sind bei dir in deiner Wohnung, lieber Steffen. Genau, im schönen Wedding. Schön ist so relativ. Ja, schön ist schon schön hier. Ich bin mit dem Fahrrad hergefahren aus Baumschulenweg. Das ist eine, weiß nicht, man fährt eine Stunde. Man fährt schon eine Stunde. Einmal quer durch die ganze Stadt. Weil du jetzt vielleicht abends nicht so lange brauchst. Ja, ich muss mal gucken. Aber ja, das könnte besser werden. Und du schreibst fleißig Krempel zusammen für deine Uni. Für die Uni, genau, und wir haben ja noch demnächst ein anderes Projekt. Ob wir daraus einen Podcast machen, wissen wir noch nicht. Genau, weil wir bereiten schon die nächste Stufe vor, weil wir ja hier mindestens ein Jahr Pause machen. Aber ob daraus ein Podcast wird, genau. Was das ist. Wir starten Projekte und gucken mal, was daraus wird. Wir wissen es nicht. Und ich habe einen neuen Job seit 2 Wochen, läuft alles super. Super, wir haben die Eieruhr gehört. Und damit kommen wir, denke ich mal, zu den nächsten Teilen. Ja, kommen wir zu den Ereignissen von vor 100 Jahren. Am 11.09. hält der große deutsche Kaiser Wilhelm II. Eine Rede vor Grobarbeitern in Essen. Er fordert die Arbeiter zum bedingungslosen Durchhalten auf. Ja, ich finde, das ist kurios. Das gehört zu der Kommunikation nach außen gerade. Wir haben ja vor 100 Jahren gerade die Situation, dass es drunter und drüber geht im Deutschen Reich, vor allem in der Heimat, sage ich mal. Wir haben ja sehr viele Leute, die da hungern und sehr viele Einsparungen haben. Man hat ja das Gefühl, dass man teilweise schon die Schuhe auf isst. Mhm. Es gibt ja diese berühmten Barfuß-Empfehlungen. Man soll im Sommer doch bitte barfuß laufen, ja, auch in Städten. Und auch an der Front geht es ja seit dem 8.8. mittlerweile immer wieder weiter rückwärts. Man hat jetzt schon die Hindenburg-Linie passiert, also sich wieder zurückgezogen von deutscher Seite aus. Und jetzt kommt da der deutsche Kaiser Wilhelm II., der sich vor den Krupparbeitern in Essen hinstellt und sagt, wir müssen durchhalten und das bedingungslos. Ja, also ich finde, was soll er machen? Also er hat ja keine andere Option. Er kann ja nicht sagen, haltet nicht durch. Okay, aber dann, einen Tag später, dann haben wir da den Vizekanzler Friedrich von Payer und der hält jetzt eine Rede im Deutschen Reichstag. Und ich meine, auch aus seiner Sicht sollte mittlerweile auch erkennbar sein, dass es so vielleicht nicht weitergeht. Aber er stellt sich hin und sagt, wir können also deutsche Friedensbedingungen nur, wenn eine Annexion Elsass-Lothringen und die Umwandlung Belgiens in einen dem Deutschen Reich verpflichteten Staat möglich ist. Ja,
dass man da immer noch nicht wegkommt, ja? Ja gut, ich meine, rückwirkend ist das aber auch sehr einfach zu sagen, dass das klar sein muss. Weil ich meine, diese Entwicklung, dass die Offensive gescheitert ist, dass zurückgeht, das ist ja relativ neu. Das ist ja erst seit wenigen Wochen der Fall. Und der Krieg geht schon seit 4 Jahren. Ich finde es jetzt nicht, ich kann mir schon vorstellen, wenn man jetzt in der Zeit lebt, und dieser Krieg schon seit Jahren vor sich hingeht, und Schlachten werden gewonnen, Schlachten werden verloren, dass man irgendwann abstumpft und das gar nicht mehr verarbeiten kann und dann sozusagen den finalen Stich gar nicht sieht, sondern immer denkt, es geht immer irgendwie weiter. Das deckt sich auch mit dem, was an Harry Graf Kessler, also die, ja. Ja, du meintest ja letztes Mal, Harry Graf Kessler hat sich mehr mit der Ostfront beschäftigt, als jetzt mit dem Zurückschreiten im Westen, ne? Genau, also klar, denen war schon klar, dass militärisch der Krieg nicht zu gewinnen ist, aber die Annahme, dass der Krieg noch nicht entschieden ist, weil eine Revolution kann auch genauso gut in Frankreich ausbrechen, ist gar nicht mal so verkehrt. Und daher finde ich, sollte man da auch so ein bisschen, es ist schwierig, das aus heutiger Sicht nachzuvollziehen, sofort den Trend zu sehen, dass jetzt Schluss ist. Ja, ich meine, klar, aus der heutigen Sicht, ne, man sieht diesen 8.8., der ja auch als ich glaube, als schwarzer Tag oder genau, so bezeichnet wurde von Ludendorff, meine ich. Und dann, es geht eigentlich mit jeder Meldung, die wir in den letzten Wochen hatten, immer nur noch weiter zurück. Und dann stellen sich diese Oberhäupter aber immer noch da vor diese Arbeiterschaft und im Reichstag hin und sagen, ja, durchhalten, ja, Annexionen und oh. Aber ich meine, bekloppte Politiker haben wir heute auch. Das stimmt. Das ist wahrscheinlich eine, das wird wahrscheinlich immer so sein. Ja. Aber gut. aber ich finde es interessant, auf der anderen Seite, als Vorgeschichte hatten wir schon mal Österreich. Mhm. War das auch der Kaiser Karl I., der sich damals hingestellt hatte und so eine Art hinter dem Rücken, ja, von dem Deutschen Reich. Sixtus-Affäre. Genau, die Sixtus-Affäre. Der wollte sozusagen schon mal so einen kleinen Frieden aushandeln. Ja, ja. Und da wurde er vom Kaiser Wilhelm, wahrscheinlich auch von der obersten Heeresleitung, massiv zur Sau gemacht und sollte sich auch dann dem Deutschen Reich unterordnen. Und es war eigentlich klar, dass er nichts mehr zu verkünden hatte und jetzt nur noch eine kleine Nummer neben dem Deutschen Reich spielen soll. Weil er halt offensichtlich gelogen hat. Also er hat halt seine Souveränität, seinen Ruf ruiniert, weil er halt gelogen hat. Er hat halt seine Truppen zum Kämpfen aufgefordert, aber hinten rücks diesen Frieden versucht zu erwirken, was halt, so wie er es gemacht hat, ist es halt dann schwierig, ernst genommen zu werden, ja, wenn jemand seinen Arsch hinhält vorne an der Front. Ja. Und in einer Situation, in der jetzt am 11. und am 12. sich die, ja, also zum einen der Kaiser Wilhelm II. Und als auch der Vizekaiser von dem deutschen Volk, wenn man so möchte, hinstellt und sagt, erstens bedingungsloses Durchhalten, zweitens Annexion von Elsass-Lothringen und Umwandlung Belgiens in einem dem Deutschen Reich verpflichteten Staat, die fordern das. Und jetzt kommt am 14.09. Kaiser Karl I. von Österreich und sagt, ja, also wir müssen jetzt hier eine Friedensnote veröffentlichen, und zwar an alle, in der wir einen Verständigungsfrieden herbeiführen müssen. Finde ich ein krasses Ding. Und ja, der Kaiser Wilhelm II. Hat das mal wieder so aufgefasst, dass er da auch leicht verraten wird. Und der fand das nicht so gut. Kann man auch verstehen. Finde ich jetzt auch, man muss in so einer Situation, das kann jeder, der Projektarbeit macht, man sollte sich mit seinen eigenen Verbündeten abstimmen. Ja. Und nicht nach außen, in manchen Fällen den Kunde, unabgestimmte Aussagen treffen. Das ist immer sehr unglücklich. Ja. Man sollte sich im eigenen Team einig sein. Also wenn schief läuft, dann muss man entweder zu einer Partei rüberwechseln oder man muss halt mit der eigenen Partei gerade, ja, immer noch den Kurs halten. Genau. Wenn man wechseln will, dann muss man es auch durchziehen. Da, ja, gibt es keinen Weg zurück. Das, also entweder das wechselt er zu den Alliierten oder er probiert jetzt, hält jetzt weiterhin den Hintern zum Kaiser Wilhelm. Ja. Genau. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Mit einer Wechselabsicht, das kann man nur einmal machen und das muss man auch durchziehen. Ja. Weil danach ist der Ruf ruiniert, man ist sozusagen verbrannt, ja, und dann ist Schluss. Und ich dachte eigentlich, dass er mittlerweile schon kapiert hat, dass sein Ruf jetzt schon beschädigt ist, aber nein. Aber vielleicht sagt er sich auch, also Österreich-Ungarn, das sagen ja auch die Zeitgenossen, Harry Graf Kessler wirkt extrem erledigt. Vielleicht sagt er sich auch, ich habe hier eh nichts zu verlieren. Das kann auch sein, ja. Und ich denke mal, so wird er nicht denken, weil sonst kann er seinen Job nicht gut machen als österreichischer Kaiser. Er wird
denke ich, trotzdem keine andere Option sehen und versuchen, das irgendwas zu machen. Na gut, man steckt nicht mit drin. Da gibt es noch eine Meldung, die doch sehr, sehr, also erstmal, diese Friedensnote wird abgelehnt, unter anderem vom britischen Außenminister Arthur James Earl of Balfour. Und ganz wichtig, Fronturlaub, wenn man Soldat ist. Ja? Fronturlaub ist knapp und selten und immer das Ziel von allen Soldaten. Wobei, die kriegen dann auch nur 1-2 Wochen. Und das muss man sich vorstellen, es dauert schon eine Weile, von der Front dann nach Hause zu kommen und wieder zurück. Also die sind immer nur wenige Tage da. Und es gibt viele Soldaten, die ihre Familien seit einem Tag nicht mehr gesehen haben. Und jetzt seit einem Tag? Einem Jahr. Ach so. Und jetzt gibt es eine neue Meldung der obersten Heeresleitung, nämlich, Steffen. Erzähl du es bitte. Und zwar, es gibt keinen Urlaub mehr. Es kann keinen Urlaub mehr gewährt werden. Denn die Transport, die Logistik wäre nicht da. Ah, ja. Das ist, die Züge sind überlastet. Es sind zum Beispiel 25.000 kampfunfähige Soldaten auf dem Weg in die Heimat. Und es kann einfach kein Urlaub gewährt werden, weil der Platz in den Zügen nicht ausreicht. Ja, das schlägt wahrscheinlich deutlich negativ auf die Moral der Soldaten. Ich wollte gerade sagen, ist vielleicht, also ich hätte es nicht gemacht, weil die höchste Hauptgefahr für die ist ja eine Revolution. Und ich meine, ein Urlaubsverbot ist sicherlich neben Hungern das beste Mittel, um eine Revolution anzufeuern. Ja, wobei da vielleicht auch ein Hintergedanke drin ist. Ich habe hier in diesem Buch Forgotten Voices of the Great War, ich habe schon mal vorgelesen zum November. Ja, vielleicht war das auch eine Meldung von Oktober, ist auch egal. Jedenfalls wurde ein deutscher Soldat dort, also ein deutscher Soldat hat seinen Bericht dort, ich habe gerade Wortfindungsschwierigkeiten, ihr wisst, was ich meine, da steht die Aussagen vom deutschen Soldaten drin. So. Und er meinte, dass er kurz vor Ende des Krieges nach Frankfurt fuhr, er hatte Urlaub, und da wurde ihm erstmal bewusst, wie schlimm die Lage überhaupt in der Heimat ist, dass die Leute wirklich nichts mehr zu essen haben und dass sie aus dem Krieg raus wollen. Das hat er an der Front gar nicht bewusst wahrgenommen. Er ist dann nach seinem Urlaub wieder zur Front zurückgekehrt und fühlte sich, und das steht da so wirklich drin, bei all seinen Kameraden, bei all dem Dreck und den ganzen Läusen, fühlte er sich überhaupt erst wieder zu Hause. Ich glaube, was diese Meldung vielleicht auch beabsichtigt, ist, dass die Leute, die Soldaten, meine ich, an der Front, nicht mitbekommen sollen, wie beschissen es gerade zu Hause ist. Vielleicht auch andersrum. Vielleicht sollen die zu Hause auch nicht mitbekommen, wie schlecht die militärische Lage im Westen auch ist. Das kann auch sein. Dass man, weil, was braucht man für eine erfolgreiche Revolution? Gute Kommunikation. Deswegen haben wir ja heutzutage diese ganzen Überwachungsdiskussionen von irgendwelchen Geheimdiensten, die halt irgendwas einsehen wollen, gerade im Nahen Osten oder auch in Asien, weil man muss ja irgendwie kommunizieren und eine gute Abstimmung durchführen, wenn man marodieren möchte. Und denk mal, wenn man keinen Urlaub kriegt, ist marodieren auch schwierig. Aber da hat mich dann noch gewundert in dem Bericht, da schreibt er, dass ein paar seiner Kameraden kriegen Briefe und da steht es auch drin, wie schlecht gerade die Situation sei und dass die Leute aus dem Krieg raus wollen. Und da habe ich mich gefragt, wie sowas noch durchkommen kann. Ich hatte gedacht, dass da die Zensur besser durchschlägt, aber vielleicht können die auch gar nicht so viele Briefe verarbeiten. Ich wollte gerade sagen, es ist vielleicht auch ein Verarbeitungsproblem. Also ich denke mir, wenn die Kacke am Dampfen ist, kriegst du den Deckel da auch nur beschränkt drauf, um es mal auf Deutsch zu sagen. Dass wenn die da alle im Hungern sind, das kannst du doch gar nicht geheim halten. Das, ja, wahrscheinlich, ja. Also wie willst denn du, das sind ja, ich glaube, die haben, jetzt frag mich, sag mal, aber ich würde schon wetten, dass in der Größenordnung von 6 bis 7 Millionen Soldaten im deutschen Heer dienen, nagelt mich nicht fest, können noch ein paar Millionen mehr oder weniger sein, aber als Größenordnung, so 10% der Bevölkerung werden im Heer sein, zwar im Zweiten Weltkrieg so, müsste im Ersten auch sein. Und wie man diese Masse an Leuten abschirmen von der Bevölkerung? Ja. Das geht nicht. Das kann ein Apparat gar nicht leisten. Ja, ich hätte nur gedacht, dass wahrscheinlich mittlerweile nach 4 Jahren Krieg die Bevölkerung schon so darauf konditioniert ist, nicht mehr negative Stimmung in Briefen zu schreiben. Also, dass sowas immer noch durchkommt, wundert mich halt. Aber ist okay, ist ja auch nur so ein Bericht eines Einzelnen. Vielleicht kamen einzelne Briefe auch durch. Oder vielleicht hat irgendein anderer den Brief mitgebracht aus dem Urlaub. Ja, gut, das kann auch sein. Ja. Wer weiß. Ja. Genau. Kommen wir zum Schluss noch zu einer sehr kuriosen Meldung. Die fand ich super. Die ist vom 9.9.1918.
Und zwar wird, ja, gibt es einen Beschluss des zuständigen Regierungspräsidenten. Der scheint schwer beschäftigt zu sein, der gute Mann. Ja, und der hat die wichtigste Aufgabe. In diesen schweren Zeiten gibt es ein Problem. Und der Regierungspräsident, der hat das Problem erkannt und erfolgreiche Maßnahmen eingeleitet, dieses zu lösen. Und zwar nach 4 Jahren Krieg muss man jetzt auch mal auf die Idee kommen, dass französische Ortsnamen im Deutschen Reich durch deutsche Namen ersetzt werden sollten. Gott sei Dank gibt es diesen Menschen. Ja. Ohne ihn wäre das Land gar nichts. Ja, und besonders, also so eine Meldungen, die haben wir am Anfang unseres Podcasts mal vorgelesen, auch mit Russland. Da haben die Russen, die haben teilweise dann irgendwelche deutsch klingenden Städtenamen umbenannt. Auch die Amerikaner, die ja auch noch nicht so lange im Krieg sind, haben das jetzt auch vor kurzem gemacht. Und dieser Regierungspräsident sagt jetzt, dass französisch klingende Ortsnamen im Deutschen Reich jetzt durch deutschen Namen ersetzt werden. Und das steht hier drin, wie welcher Ort jetzt drin steht. Nur als Beispiel. Zum Beispiel. Viel Spaß beim Vorlesen. Der Ort Monjour wird jetzt umbenannt in Monschau. Oder Surobrot wird umbenannt in Surobot. Ich meine, Surobrot wird geschrieben wie auf Englisch Sour, Sour Cream mit OU. Und das O wird weggelassen, es ist einfach nur noch ein U. Oder es gibt einen Ort, der heißt Udler mit OU. O-U-D-L-E-R. Und wie würde man sowas wohl richtig germanisieren? Dieser Ort wird jetzt genannt Odler. Ohne U. Das ist eine richtig gute Germanifizierung. Genau. Der Verhungerer Podcast applaudiert und findet diese Maßnahme sehr kurios. Sehr sinnvoll. Und dieser Mensch hat sich seine spätere Pension hart verdient. Ja, ich gönne sie ihm. Nicht. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, kommen wir zum Totholzteil. Genau. Ich fange an mit Harry Graf Kessler. Er kennt ihn nicht, den James Bond vor 100 Jahren. Genau, er ist in der Schweiz, um Kulturpropaganda zu betreiben. Ein Tausendasser. Sasser. Der versucht mit reichlich ausgestatteten Finanzmitteln die öffentliche Meinung der Schweiz im Sinne der Mittelmächte positiv zu beeinflussen und gleichzeitig sein zahlreiches, hervorragendes internationales Netzwerk und intellektuellen Künstlern und generell wichtigen Menschen zu nutzen, um Kontakt nach außen zu halten, um mögliche Friedensbedingungen auszuloten. Luis liest das nicht ab. Ja, richtig. Er ist in der Schweiz und ich erzähle euch immer, was er in den letzten 2 Wochen in seinem Leben so gemacht hat. Sozusagen das Status der letzten Folge. Er ist in der Schweiz, trifft sich mit einem Rechtsanwalt Thalberg und überlegt mit ihnen, die reden darüber, wie ein Frieden möglich wäre. Muss man diesen Rechtsanwalt Thalberg kennen? Ich habe ihn nicht gefunden. Gut. Die Idee ist, oder die Meinung von diesem Thalberg ist, ich habe 2, 3 Meinungen dieser Art und einfach nur so für euch als Idee, wie die Zeitgenossen gedacht haben, wie man denn zu einem Frieden kommen kann. Er sagt, Parlamentarisierung, volle Entschädigung für Belgien und Revision der östlichen Friedensschlüsse. Ach so, ja. Das klingt ziemlich logisch für mich. Also, dass man halt sozusagen, also Abschaffung der Monarchie, dann Revision des Friedens von Brest-Litovsk, diese Einflusssphäre im Osten beschränkt wird. Das ist eigentlich eine schlaue Maßnahme, finde ich. Ja, das wird noch mal so ein bisschen, das erhöht dann auch noch mal so ein bisschen die Akzeptanz und so ein bisschen dieses öffentliche Stellen. Genau, und Entschädigung an Belgien für die verursachten Schäden, dass man dieses Rape of Belgium, dieses Propaganda-Ding nutzt, klingt sinnvoll, hat A das Problem, es ist offensichtlich politisch im Reichstag noch nicht opportun, weil man ja nach 4 Jahren Krieg hat man nichts vorzuweisen und die Entente wird sich sagen, wir gewinnen doch den Krieg hier sowieso, wir nehmen alles. Ja. Gerade die Franzosen, die wollen Rache. Ich bin auch sehr gespannt, wie ein Kaiser Wilhelm II. Die Parlamentarisierung weiter fortschreiten möchte. Ja, gar nicht. Also Parlamentarisierung heißt, Kaiser Wilhelm II. Ist Geschichte. Ja, genau. Das wird ja kein Problem. Also, ja, wobei, es könnte auch vielleicht so einem. Der englische Modell, dass er vielleicht noch ein bisschen Blumen gießen darf. Ja. Irgendwo. Und öffentlich also Steuergelder für Hochzeiten ausgeben darf. Ja, das kann noch sein. Ja, richtig. Dann trifft er sich am gleichen Tag mit einem
Herr namens Kippenberg, wie die Kippe zum Rauchen. Das ist ein sehr schöner Name. Der war Aufklärungsoffizier und der gibt nochmal seine Meinung zur militärischen Lage im Westen. Zitat, hält eine neue Offensive im Westen für ausgeschlossen. Wir hätten nicht mehr die Kräfte. Der Plan in hohen militärischen Kreisen sei, sich kämpfend bis an den Rhein zurückzuziehen. Man rechne, dass das 3 Jahre dauern könne. Offensiven in Italien und Asien seien immer noch möglich. Okay, ich finde, das ist keine tolle Aussicht, noch 3 Jahre lang sich das Ding weiterkämpfen zu müssen, sich bis zum Rhein zurückzuschieben. Ja. Und dann auch in Asien weiter vorzudringen. Aber aus Tagesbetrachtung, vor 100 Jahre Vergangenheit, ja. wüsste ich jetzt nichts, was ich dagegen argumentieren kann. Aber es klingt trotzdem nicht sehr schön. Nee. Ne? Also, dass das Ding noch 3 Jahre weitergeht. Das ist das, was die, was der Militär dazu gesagt hat. Ja, vor allem, da ist auch immer nur diese militärische Sicht dabei, ne? Diese, wie lösen wir das Ernährungsproblem, steht da nicht drin. Ne? Richtig. Da sagen die immer, da ziehen sie immer die Trumpfkarte der Osten. Ja. Man hat ja jetzt Frieden und die müssen jetzt ganz viel essen. Die müssen jetzt liefern. Ja, das ist ja das, was. Die werden sich auch freuen, dass die das Deutsche Reich durchfüttern. Die haben ja selber eine Hungersnot, genau. Ja. Das ist ja genau das Problem dabei, weil die haben selber eine Hungersnot. Das ist ja der Strohhalm, an den die alle greifen. Ich springe weiter. Also, er beginnt halt seinen Aufenthalt in der Schweiz und reist wieder zurück nach Berlin. Ja. Und zwar am 13. September reist er innerhalb von einem Tag über Bern, Basel nach Frankfurt und ist am 14. schon in Berlin früh. Also innerhalb von 24 Stunden ist er in Berlin, was nicht so langsam ist. Ja. Und trifft sich dort am 15. mit Georg Bernhardt. Das ist ein Journalist, der war gegen die Nazis, ist 44 in New York verstorben, musste emigrieren, hat auch eine Auslandszeitung geschrieben über die Nazis und hat die reichlich kritisiert. Scheint ein guter Kopf zu sein. Und die unterhalten sich auch wieder über die politische Wetterlage. Abends Georg Bernhardt getroffen. Und zwar der aktuelle Reichskanzler ist Hertling. Und das Zitat von diesem Georg Bernhardt ist über Hertling, Zitat. Damit ist Hertling die Mehrheit im Reichstag entzogen und sein Sturz fast sicher. Wenn Hertling stürzt, stünden 2 Lösungen zur Wahl. Entweder ein reines Mehrheitsministerium, in das außerdem Stresemann eintreten werde, oder ein Konzentrationsministerium mit Einschluss der Rechten. Auf meine Frage, was das OHL sagen würde, Oberste Heeresleitung, antwortete Bernhard, sie hätten politisch ganz den Kopf verloren. Ludendorff möchte lieber heute wie morgen Frieden schließen und Hindenburg werde als Staatssekretär in das neue Ministerium eintreten, um ihm verfassungsmäßig einen politischen Einfluss zu sichern. Dann rede ich noch ganz lange weiter und Harry Kreck-Keffler sagt zum Schluss, also dieser Prozess, der da beschrieben wurde, diese Zukunft klingt sehr bitter. Sagt er. Ja, Harry Kreck-Keffler. Ja. Und er sagt, dass der Bernhard diesen Prozess der Parlamentarisierung, also diese Entmachtung der Monarchie zu irgendeinem Punkt, entweder dass er noch Blumen gießen darf oder komplett flüchten muss, hält er hier an der Stelle für eine vollzogene Tatsache. Also dieser Bernhard. Und Harry Kreck-Keffler nimmt das nur auf und gibt es nur wieder. Mhm. Er sagt halt nur, wenn das so kommt, das klingt bitter. Ich habe gerade einen Stift runtergeworfen. Und er schreibt, das ist sein letzter Eintrag, es sind 3 Seiten langer Tagebucheintrag. Zitat, politisch sind wir jetzt in der größten Krise des Krieges. Das ist eine interessante, also eine korrekte Einschätzung aus heutiger Sicht. Dann einen Tag später ganz viele Unterhaltungen. Er schreibt sehr viel, weil er eben diese Zeit für sehr wichtig erachtet. Zitat, das fand ich sehr, sehr interessant unter dem Lichte, was 20 Jahre, 25 Jahre später passiert. Zitat, wir brauchten zwar den Frieden, aber noch nicht so, dass wir einen Scheidemann-Frieden anzunehmen nötig hätten, der als Rückschlag noch dazu eine ungeheure antisemitische Welle gegen diesen, in Anführungsstrichen, Judenfrieden erzeugen würde.
Das ist ja interessant, dass das da drin steht. Da steht er so drin. Da ist natürlich sofort mein Auge hängen geblieben. Ja. Also meine Heilkraft Kessler, also der schießt schon Streufeuer. Ja, ja. Das heißt, da steht sehr viel wirres Zeug drin, was auch falsch ist. Ja. Also das ist auch da ich so viel schreibe, kommt auch mal so ein Satz zustande. Nur er sieht es halt auch ganz klar, dass wenn ein schlechter Frieden geschlossen wird, der zum Nachteil des eigenen Folgen ist, dass das zu einer antisemitischen Welle führen kann. Also man sagt ja immer, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, aber also das ist, also der Harry Graf Kessler ist kein blindes Huhn mehr, der so oft wie der Körner pickt. Ja. Das, sagen wir mal so, er ist vielleicht auf einem Auge blind. Also was vielleicht die Erkenntnis daraus ist, dass dieser Judenhass in Bezug auf schlechte Ereignisse schon da war und nicht empfunden wurde, sondern der war schon da. Und der wurde nur geschickt später genutzt. Gut, ja, also du hast ja, dieser Antisemitismus, der begann ja nicht erst nach dem Ersten Weltkrieg, der war ja schon die ganze Zeit da. Ja. Ne? Auch in der Front gab es Vorfälle. Mhm. Wahrscheinlich hatte das, ja, ich weiß, mich würde mal interessieren, wie viele Vorfälle es so gab und offiziell gemeldet wurden. Wird man wahrscheinlich kaum was zu finden. Ja, er hat ja auch die deutschen Juden beschrieben an einer Stelle, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, und als sehr erfolgreich und sehr mehrsprachig. Und Harry Graf Kessler ist ja selber reich und mehrsprachig. Kann mir auch schon vorstellen, dass der Neid dann noch eine Rolle überspielt. Gut, das ist so viel zum Leben von Harry Graf Kessler. Er ist in Berlin und hart der Dinge, die da kommen werden. Gut, ich würde sagen, dann kommen wir. Vielen Dank, Luis. Ich bin immer noch überrascht, wie viele Seiten da noch kommen, obwohl wir schon mittlerweile Mitte September haben, Ende September. Ja, wir haben erst 550 Seiten durch von 1960. Ja, wobei ja noch so ein Register ist, ne? Es ist ja wissenschaftliches Buch hier für die Forschung. Das heißt, die Anlage ist dementsprechend. Aber das Buch geht selber noch bis zum Seite 716. Also da kommen noch 200 für, das sind ja nur 3 Monate von 2 Jahren, die es insgesamt abdenkt. Ja, ja, ist halt so. Da. Aber ich finde es auch interessant, was sich da für Mühe gegeben wurde. Also dieser Anhang hat es ja auch in sich. Hast du den mal durchgearbeitet? Ja, ich hatte auch durchgelesen. Und das sind ja auch 9 Bände. Wahnsinn. Also ich habe mir überlegt, die anderen mal zu holen. Ich hoffe, ich komme mal dazu. Aber es war so, nur... Welcher Verlag ist das? Das ist der Gotha Verlag, ja. Der Herr der Ringe rausbringt. Aber ich denke mir, das garantiert noch irgendwie querfinanziert, weil da muss ein ganzes Team einen sehr langen Zeitraum dran gearbeitet haben. Spricht man das so aus? Sehr Gotha. Also wir haben die Ausgabe verlinkt, können sie nur empfehlen, sie ist, wir haben auch bei Amazon eine Rezension geschrieben, ich habe eine geschrieben, sie ist klar nur für Fans, weil, also das muss man schon echt mögen, auch, also ich finde es ziemlich schwierig, das am Stück zu lesen, diese 2 Wochen Dosen vor jeder Folge, das passt echt gut. Ja, nur für Harry Graf Kessler Fans. Echt, ja, also. Groupies. Für Groupies. Gut. Apropos Groupie, ich habe ja ein Buch von Max Arthur, das ist schon das 2. Buch. Du bist ja der Max Arthur Groupie. Genau, weil ich bis heute nicht weiß, wie der so ist, ehrlich gesagt. Aber gut, Forgotten Voices of the Great War. Es werden Berichte von Überlebenden des Ersten Weltkriegs gesammelt, es wurden gesammelt, auf Kassette aufgenommen und hier niedergeschrieben. Übrigens, ich kann immer nur wieder sagen, es gibt das auch als Hörbuch. Kauft es euch, wenn ihr möchtet. Ich habe hier nur zwei Berichte. Eins von dem Battle of St. Mihiel. Wir haben Geräusche von außen. Oh, wir haben Geräusche von außen. Vielleicht ist die Revolution in Berlin ausgebrochen. Gegen die Porsche-Fahrer und gegen die Miettreiber, wer weiß. In Berlin ist alles möglich. Ja, genau. Wir sind hier im Wedding. Da kann viel passieren. Ja, vor allem bei Rehberge. Da sind ja auch förmlich immer die aufmüpfigen Leute. Wen haben wir hier? Wir haben einen US-Amerikaner, Private DeLuca. Und er schreibt von diesem Battle. Auf das Battle wollen wir jetzt nicht weiter eingehen. Interessant fand ich hier nur, was er so beschreibt, was er in diesem Battle gemacht hat. Unter anderem hat es echt aus Kübeln geregnet während dieses ganzen Kampfes, während dieser ganzen Schlacht. Und zwar so stark, dass sie sich selber an ihren Regenmänteln halten mussten, um überhaupt in diese ganzen Gräben reinzulaufen.
um Stabilität zu bekommen. Er sagt, als sie in diese Gräben hineingingen, in diese Kampfgräben, überall wurden Bäume, Steine und Felsen durch die Gegend geschossen, weil halt die Amerikaner 15 Minuten vorher anfingen, dieses Battle zu starten. Da fand ich es auch interessant, dass er da so schreibt, dass sogar Bäume und Steine und richtige Felsen durch die Gegend geschmettert wurden. Ne? Krass. Also was für eine Wucht da auch war. Und dann gibt es hier einen Bericht, das hat mich sehr erinnert an Im Westen nichts Neues. Ich weiß nicht, du hast es auch mal gelesen, das Buch, ne? Ja. Kannst du dich da noch so ein bisschen dran erinnern, wie da der ist ja aus der Ich-Perspektive geschrieben von diesem Paul, wie er so beschreibt, wie er in der Schlacht sich verhält, dass er da gar kein Mensch mehr ist, sondern nur noch wie so ein Tier und oder wie eine Maschine einfach nur noch funktioniert und wie er gar nicht weiß, was seine Hand macht, die macht es einfach. Die nimmt halt die Granate, schmeißt die dahin und dann hat die andere Hand schon den Spaten in das Gesicht seines Opfers gestoßen und so weiter. Und so einen Moment beschreibt er hier. Er sagt, er bekam den Befehl, aus seinem Graben herauszuspringen und auf die Deutschen zuzustürmen. Und die Deutschen haben das auch diesen Befehl gerade bekommen, sodass sie mit weniger Fuß Abstand aufeinander zurannten. Und ein Deutscher kam auf ihn zu, er beschreibt hier, dass er 6 Fuß hoch war und er weiß gar nicht, warum dieser eine auf ihn zugerannt kam, aber er kam auf ihn zugerannt und er wusste gar nicht, was er machen sollte. Auf einmal merkt er nur, wie er selber seine Waffe, wo vorne ein Bajonett drauf war, rückwärts nimmt und ihm sozusagen mit dem Ende des Gewehrs, also das, was man eigentlich ja so an seinem Körper eher hat, gegen des deutschen Kopfes schlug. Und der Deutsche Mit dem Kolben, ja. Und der fiel halt hin, blutete am Kinn, hat sich erstmal selber ans Kinn gefasst, um zu gucken, woher halt das Blut kam. Und dann hat der Private Di Luca, ihm auch schon das Bajonett in den Oberkörper gerammt. Und ist halt weitergerannt. Also er wusste, der Deutsche, der ist jetzt tot. Der hat sich zwar noch bewegt, aber er wusste bei den Bedingungen, unter diesen Bedingungen, der ist jetzt tot und hat halt weitergemacht. Er sagt, er weiß gar nicht, was er da gemacht hat, er hat es einfach gemacht. Kann mir vorstellen, das halt geht wahrscheinlich so schnell. Er sagt auch, er beschreibt hier auch, er benutzt das Wort wie Tiere. Glaube ich auch. Das fand ich mal interessant, ja, also das, genau so eine Beschreibung hier zu lesen, was auch in diesem Im Westen nichts Neues, diesem Buch auch da steht. Spricht für beide. Ja, genau. Genau, also so viel dazu. Dann haben wir noch eine Meldung vom September von Leutnant Stuart Husty von den Royal Tank Corps. Was meinst du? Der Name sagt, was er wahrscheinlich bedient hat, für ein Gerät? Ein Panzer. Ein Panzer, genau. Und er sagt, es gab halt während dieser Schlacht, die waren schon hinter der Hindenburg-Linie, und sie haben halt wieder mit Panzern angegriffen. Und ein Panzer war, der wurde speziell ausgerüstet, um mit, hier steht, dealing with the wire, also um mit dem Stacheldraht. Mit dem Stacheldraht halt. Ja, die hatten dann so eine Art Flug, also so eine Klinge vorne an den Panzer montiert, um halt den Stacheldraht aufzuräumen, um da gut durchfahren zu können mit diesen Tanks. Genau, und also jeder Tank wurde ausgerüstet mit einem Stahlkabel und die fuhren dann los und haben diese Stacheldrähte vor sich hingeschoben. Und als sie dann fertig waren, hat man richtig dahinter gesehen, die sind so einmal komplett durchs Land gezogen und dann war, also da war nichts mehr. Wo die Panzer durchfuhren, das war einmal komplett aufgeräumt sozusagen. Das ist auch ein sehr kurzer Bericht, das war es sozusagen schon. War mir persönlich gar nicht bewusst, dass diese Panzer auch speziell genutzt wurden, um Stacheldraht sozusagen einmal wegzutransportieren, vor sich herzuschieben, damit dann die Nachhut sozusagen relativ unbesorgt nachkommen kann sozusagen, also das Fußvolk, sage ich jetzt mal.
ja, zeigt auch wieder Strategie. Ne? Also diese Tanks haben sich am Ende des Ersten Weltkrieges auch wirklich bewährt. Eine Sache, die die Deutschen total unterschätzt haben. Ich weiß gar nicht, Hindenburg oder Ludendorff, danke, meinten ja, dass die Tanks sind ja nur so eine technische, seien nur so eine technische Spielerei. Ja, das haben die, das haben die unterschätzt. Ja. Die hätten wahrscheinlich trotzdem auch gar nicht die Ressourcen gehabt, da groß was zu machen. Ja, es ist ja auch sozusagen, das war ja so ein Hightech-Projekt des Ersten Weltkrieges. Also ja, genauso wie U-Boote, Flugzeuge und diese Tanks. Oder Funk und alles, das konnte halt keiner einschätzen. Ja, wobei Funk war schon vorher im Kommen und konnte man auch vorher schon abschätzen. Aber gut, also Tanks gab es gar nicht. Ja. Nee. Und ich finde das einfach nur so interessant, so auf die Idee zu kommen, wir bauen jetzt mal so eine, also die Deutschen kamen ja auch schon auf die Idee, motorisierte Autos zu bauen und die ein bisschen zu... Die hatten beide Seiten, genau, einfach ein Auto zu panzern. Genau, zu panzern. Das, also der Gedankengang ist mir, kommt mir relativ nahe. Wobei, aber dann halt Ketten, weil dann ist halt kugelsicher. Ne? Genau, ja. Das und geländegängig, ja. Also, dann auch komplett gepanzert, ne? Also nicht nur ein Auto zu nehmen und das so ein bisschen zu panzern, sondern komplett ein eingepanzertes Fahrzeug zu nehmen. Also völliger kranker Mist, finde ich. Ein Land-U-Boot. Ja. So haben die es ja dann noch genannt, das ist ein Land-U-Boot. Ja. Also um das gut zu erklären, Zeitgenosse. Ja. Ja, auch Tank, ne? Also Panzer. Ja, so viel zu den Forgotten Voices of the Great War. Es geht weiter im Oktober. Genau, sie sind, das Titel heißt Forgotten, aber sie sind nicht vergessen. Nein. Sie sind in dem Buch, sie werden hier geteilt. Die neue Folge kommt in 2 Wochen. Wir wünschen euch, dass ihr eure Ohren steif haltet, macht eure Ohren noch immer fleißig sauber. Das hat euch Mama gesagt, das ist richtig, immer saubere Ohren haben. Wenn der Onkel Louis das sagt, dann umso mehr. Ja, genau. Und wir wünschen euch eine schöne Zeit im Herbst.